Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind schon heute früh ganz intelligent und aggressiv, so wie dieser Hund da vorhin über die chirurgische innere Klinik gefahren, um die Staus zu umgehen, um hierher zu kommen. Das heißt, man muss angreifen und konventionelle Wege gehen. Und ich möchte heute Ihnen das Learning, Living und Loving der Informationsvermittlung näher bringen. Mein Gott, es gibt doch keinen schöneren Beruf als die Informationsvermittlung. Zunächst möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was Informationsvermittlung bei TNS heißt, wie die Informationsvermittlung und der Bereich in die Unternehmensstrategie eingepasst ist und Ihnen dann darstellen, was das für die Wertschöpfungskette bedeutet, denn wir haben ja gerade eben schon gelernt, das ist ja alles ganz schön, zu diesem aggressiven Hund jetzt zu werden, auf Augenhöhe mit dem Management kommunizieren zu können. Wie kommen wir jetzt zu dem Mehrwert und wie können wir uns auch als Informationsvermittler entsprechend äh, behaupten? Und das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, 33 Jahre mache ich den Job, das ist nicht ganz einfach, aber es macht auch viel Spaß. TNS Infratest gehört zu einem der weltweit größten Marktforschungsinstitute. Wir gehören zur TNS-Gruppe und über TNS zu Kanter und über Kanter zu WPP. Jeder kennt das, also Gemergert, 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 Gemerge. ähm, immer durch den großen Hund äh, mitgenommen. Äh, wir beschäftigen weltweit, bei, in der TNS-Gruppe rund 30.000 Mitarbeiter sind vertreten in 81 Ländern. Und mein Job ist es mit Business Intelligence von München aus weltweit. Alle die Forschungsprojekte zu koordinieren, die hier bei uns in der Marktforschung äh, damit starten, dass zunächst eine fundierte Sekundärforschung gebraucht wird. Und ähm, das heißt, wir gehen hier doch auch schon sehr stark über eine klassische Informationsvermittlung hinaus. Wir haben diese Informationsvermittlung direkt in die Unternehmensstrategie eingebunden. Das ist wichtig, damit man eben auch im Top-Management wahrgenommen wird. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele und Generierung von Wachstum. Unsere klare TNS-Strategie ist, wir helfen unseren Kunden Wachstum zu generieren. Das kann auf vier Arten und Weisen gemacht werden. Erstens, dass eben... Die Bestandskunden, die Beziehung zu ihren Bestandskunden gestärkt wird. Zweitens, dass sie eben durch entsprechende Services ihre Marktdurchdringung erhöhen, indem sie neue Kunden erschließen. Drittens, indem sie neue Produkte und Services einführen, weiterentwickeln. Und viertens, dass sie eben diese neuen Produkte und Services in neue Regionen, Absatzmärkte oder weitere Länder bringen. Das heißt, hier ist es eben einerseits wichtig, eben die maßgeschneiderten Lösungen zu liefern, Precision zu liefern und damit sie unsere Kunden eben entsprechend wachsen können. Zunächst einmal, und das ist ganz wichtig bei der Umsetzung dieser Strategie und das klang ja auch schon an, erarbeiten wir gemeinsam mit einem Kunden das Problemverständnis und dann entwickeln wir ein möglichst forschungsökonomisch guten Ansatz und äh, leiten entsprechend als Mehrwert Handlungsempfehlungen ab. Und wie das konkret jetzt vor sich geht, das möchte ich Ihnen erklären anhand der Value Chain, der Informationsvermittlung, die schlussendlich zu so etwas führt wie faktenbasierter Beratung. Zunächst einmal, und das ist jetzt nicht trivial, analysieren wir den Wissensbedarf und das wurde schon gesagt, ich hasse alle diese Leute, die diese E-Mails schicken. Ich brauche das und dann wird geantwortet, das kostet 500 Euro. Und das finden wir und das finden wir vielleicht nicht. Also äh, wir haben die Erfahrung gemacht, erstmal ganz wichtig eben den Bedarf des Kunden zu verstehen. Persönlich mit dem Kunden zu kommunizieren ist immer das Beste. Wenn es dann das nicht geht, dann wenigstens per Telefon den Bedarf eben analysieren, dann festlegen, mit welcher Methode man am besten die Problemlösung Erarbeiten kann, ein Angebot erstellen und hoffentlich den Auftrag bekommen. Im zweiten Schritt machen wir dann das, was klassischer Research ist. Wir googeln, wir nutzen natürlich auch andere Quellen. Wir führen verschiedene Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, analysieren und aufbereiten, fassen die Ergebnisse zusammen. Punkt. Das ist eigentlich das, was man so kennt unter klassischer Informationsvermittlung. Endet so ungefähr bei dem treuen Hundegesicht, was wir gesehen haben. Jetzt ist es aber so, dass wir doch häufig Dinge zusammenfassen und recherchieren, wo wir merken, hier fehlt noch was. Da gibt es Lücken. Da sind wir jetzt nicht so äh, besonders und da fühlen wir uns unwohl. Da können wir schon gar nicht uns zutrauen, dem Kunden irgendwelche Fragen zu beantworten oder auf Höhe des Top-Managements Handlungsempfehlungen äh, für einen Vorstand abzuleiten. Wir identifizieren die Wissenslücken und versuchen, diese Wissenslücken dann ganz gezielt zu füllen. Dadurch, dass wir in einem Marktforschungskonzern uns bewegen, äh, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Häufig in der Folge des Research führen wir eben qualitative Forschungen durch. Das heißt, wir ergänzen unsere äh, Research durch Experteninterviews oder durch äh, Workshops mit Branchenexperten oder wir geben das äh, an unsere Kollegen weiter. Wir führen auch quantitative Befragungen, eben durch beispielsweise Bevölkerungsbefragungen äh, oder kleine Online-Befragungen, um eben diese Wissenslücken genau füllen zu können. Damit wir dann schlussendlich auch als Informationsvermittler uns auf Augenhöhe mit dem Top-Management bewegen können und hier auch äh, nicht nur den Mut haben, Handlungsableitungen zu treffen, sondern eben auch Empfehlungen treffen, Handlungsempfehlungen treffen, die in die Zukunft gerichtet sind die das Unternehmen voranbringen und die unseren Kunden helfen, Wachstum zu generieren. Auch die Präsentation der Ergebnisse beim Kunden gehört mit äh, dazu oder eben auch ähm, Ratschlag, eben, was weiter gemacht werden soll mit den Ergebnissen, wie man die Ergebnisse umsetzt. Und ich denke, dann kann man eben Mehrwert entsprechend schaffen. Wir tun dies natürlich international für alle Länder in der TNS-Gruppe. Das ist Bedingung. Und zusammenfassend möchte ich als letztes Chart noch einmal hier unseren Methodenmix erklären, der dann durch die Frau Marx jetzt gleich an einem Kundenbeispiel auch weiter erläutert wird. Hier haben wir nicht nur die Sekundärforschung durchgeführt, das heißt die Analyse der Informationen, sondern hier haben wir eben auch Experten befragt und äh, haben eben auch die Ergebnisse präsentiert. Was sind jetzt die Leitlinien des Fact-Based äh, Consulting? Die Leitlinien des Fact-Based Consulting. Wenn Sie diese Value Chain gehen wollen: Erstens mache aus Daten Wissen. Mut zum Consulting, Mut zum Klären, zum Bewerten, zum Kondensieren, zum Priorisieren und zum Eskalieren. Lassen Sie es mal krachen. Dann stellen Sie Ihrem Vorstand die unangenehme Frage. Dann bringen Sie die Ergebnisse auf den Punkt. Zweitens, verknüpfe Quellen und Methoden und Ergebnisse zu einem großen Bild. Äh, klingt auch recht trivial, aber uns wird ja häufig vorgeworfen, ihr Number Crunchers, ihr seid in der Vergangenheit, ihr sucht Daten raus, die sind alle schon veraltet und in die Zukunft könnt ihr schon mal gleich gar nicht gucken und das ist alles nicht miteinander vergleichbar und das ist alles ganz schrecklich und ganz furchtbar. Hier gibt es natürlich auch noch verschiedene Methoden, äh, Daten miteinander vergleichbar zu machen, Benchmarkings zu erstellen. Drittens berichte breite Probleme und handlungsorientiert auf und orientiere dich eben an den Geschäftsfragen des Top-Managements und ziehe Schlussfolgerungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Und vor allen Dingen sei kreativ und bleibe originell und flexibel. Wir haben das ja sehr schön beim Herrn Professor Dück auch gesehen. Dann sind Sie auch erfolgreich als Informationsvermittler. Da gebe ich meine Seele für Learning, Living, Loving. Und jetzt darf ich an äh, Frau Marx übergeben. Frau Marx kommt äh, von Innovos. Wir sind von Innovos äh, letztes Jahr beauftragt worden, eine Zukunftsforschung äh, durchzuführen. Das heißt, hier haben wir mal diese ganze Value Chain, wie ich sie eben kurz erläutert habe, äh, durchgeführt. Und Frau Marx wird Ihnen das an ganz praktischen Beispiel erläutern. Vielen Dank.